Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu meiner Pokémon Presents Live Direct. Professionalität. Wir reagieren heute auf die Pokémon Presents vom 26.02.2021. Dieses Mal waren sie schlau genug, die Live-Chat-Wiedergabe zu deaktivieren. Würde ich auch machen, wenn ich bei der Pokémon Company wäre. Ja, was erwarten die Leute? Gen 4 Remakes. Erwarte ich dasselbe? Sagen wir es so. Erwarten ja, wirklich brauchen nein. Jetzt mal im Ernst, ich habe das vorhin auf dem Discord-Server geschrieben. Ich bin inzwischen bei Pokémon an dem Punkt angelangt. Ich erwarte nichts von den Präsentationen. Das Einzige, worauf ich mich noch freue, ist, mich drüber lustig zu machen, wie salzig die Leute danach werden. Das ist ein schönes Hobby, was man hat. Also, Sache ist sie, Gen 4 natürlich, wollen alle, wurde schon viel geleakt. Bin ich mal gespannt, die Sache ist die. An sich hätte ich auf ein Gen 4 Remake Bock, aber ich vertraue denen einfach nicht, dass das ein gutes Spiel werden würde, nach dem, was sie in den letzten Jahren abziehen. Für mich ist eigentlich die Entscheidung, ist es, worüber ich mich freue, dass ich mich über Leute lustig machen kann, oder Mystery Dungeon. Ich glaube nicht an Mystery Dungeon, aber wenn's passiert, reg ich mich nicht auf, sage ich mal. 10 Minuten sind's noch. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich so lange durchlabern werde. Deswegen mache ich einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn's näher dran ist. Ach ja, jetzt doch nicht wirklich einen Cut. Aber was ich richtig geil fände, nicht weil ich das Spiel brauche, aber weil ich mich so weglachen würde, Digga, wenn sie uns gleich Let's Go Sinnoh vorstellen. Oh, es wäre schmackhaft. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wahrscheinlich gibt's erstmal ein bisschen Pokémon Unite-Info und so ein Kram sowieso. Boah. Jetzt mal Real Talk. Warum habe ich euch das nicht einfach drin gelassen? Da komme ich auf meine 10-Minuten Videozeit. Und das schon bevor die Reaktion losgeht. Irgendwas ist heute wieder mit mir. Ich habe heute wieder richtig Comedy gefrühstückt. Das habe ich schon den ganzen Tag gemerkt. Aber ich bin halt auch einfach der Krasseste. Meine Jokes sind wie Durchfall. Wie Flutschen. Das hat nicht mal Sinn ergeben. Egal, gleich geht's los. Ich erwarte eigentlich nichts. Die Leute erwarten wahrscheinlich zu viel. Pokémon Day 2021, Jubiläum. Premiere startet. Ach, das ist ja eine Premiere und kein Livestream. Ja gut, deren Entscheidung. Viel ändern tut's nicht. Also, oh nein, och nein. Dann haben wir ja noch diesen 2-Minuten-Timer, den jeder hasst. Auch wenn ich selber eine Premiere mache. Ich hasse den so abgrundtief. Und ich habe irgendwie das Gefühl, diese Reaktion wird wieder deutlich laggiger als die letzte Livestream halt. Die Reaktion zur regulären Direct. Das merke ich schon an der Facecam. 3, 2, 1, 0. Facecam ballert. Ja, man hat, denke ich, gesehen, dass meine Finger ein bisschen später runtergegangen. Warum mache ich das eigentlich? Premiere startet gleich. Guck mal, meine Rolex. Sekunde. Habe ich irgendwo. Ja, halt die Schnauze, guck mal. Ich habe eine Rolex. Das ist kein Teelicht, das sieht nur so aus. Okay, gerade eben ist der Sound ein bisschen zu laut, heißt für die Direct passt's. Weil wir alle, ja, bleib auf 480. Ist dann zwar nicht so schön für euch und für mich,
Aber lieber 480p als 2fps. Okay, ihr habt wahrscheinlich auch 2fps. Aber dann wär's einer. Wir sind gerade mitten vorne drin. Also wahrscheinlich eigentlich nicht, aber scheiß drauf. Ich werde keine krassen Spoiler für die Reaktion bekommen, weil ich literally 3 Sekunden in der Premiere hinterher renne. Ich renne in der Premiere, okay. So, jetzt bin ich in der Premiere gerannt. Irgendwas war heute bei mir im Essen. Ich hab keine Ahnung, ich bin hyperaktiv und geistig. Ah, oh, warte. Das ist nicht ungewöhnlich. Ich bin noch hyperaktiver und geistig zurückgeblieben als sonst. Drehstuhl! Oh, scheiße. Mein Headset-Kabel hat sich verdreht. Scheiße. Warum guckt ihr euch das an? Die Reaktion geht nicht los und ich fühle mich auf wie so ein typischer Pokémon-Fan. Es geht los. Go, go, go. Ja, das wissen wir. Das wissen wir auch. 25. Jubiläum. Das kennen wir auch alles. Komm, das müsst ihr remaken! Ja, klar. Hologlurak drin, was sonst? Komm, Gen 1 Remakes, bitte! Spoiler, ich will die gar nicht. Ja, New Snap freue ich mich drauf. Wahrscheinlich mehr als auf alles, was hier gezeigt wird. Warum zeigen sie Evolution erst in Gen 2? Konnte man in der ersten keine Pokémon entwickeln, oder was? Hilfe, Tetris. What the fuck ist das gerade? Und ich rieche jetzt schon, Digga. Wahrscheinlich gibt's Leute, die gleich salzig werden, wenn jetzt bei Gen 4 noch keine Ankündigung kommt. Wireless Adapter. Oh mein Gott, Pokémon Dash, endlich. Ja, das wollen wir! Und mit wir meine ich vor allem mich. Okay, und auch sonst einige in meinem Bekannten. Das gab's! Oh mein Gott, sie haben noch keine Gen 4 Remakes angekündigt. Tschüss. Scheiß Presents. Es ist eine Direct und ich werde es auch so nennen jetzt. Scheiß Direct, immer noch kein Gen 4 Remake. Mehr Mystery Dungeon. Ich wusste nicht, dass es das gab. Beste Gen. Okay, Rotation Battle ist irrelevant, aber Gen 5, beste Gen. Fuck you. Wie hat der gerade bitte Black and White 2 gesagt? Alter, was ist mit dem Internet? Ich schalte mal kurz. Ich hänge mein Handy aus dem Internet. Mit Glück bringt's was. Ich bekomme gleich wieder ganz viele Benachrichtigungen von YouTube, von YouTubern, die in Titel schreiben, oh, Sinnoh Remake, Alter. Oh.
Ich muss gleich noch auf 360p stellen. Ich muss, glaube ich, auf 360 stellen. Trading Card einfach jede Gen wieder sagen. Jetzt sieht's zwar wirklich nicht mehr gut aus, aber zumindest müsste es laglos laufen. Und wenn irgendwie eine Szene kommt, die wichtig ist, auch grafisch gesehen, kann ich ja nochmal hochschalten. Ja, genau das ist das Wichtigste. Es klingt irgendwie im Hintergrund wie ein richtig schlechter... Verarsche-Song. Oh, Pokémon Go. Ich hasse es, wie sie einfach zu dieser Musik diese Hashtags singen. Und schon wieder Trading Card. Ach ja, ah ja, bei Pikachu sagt ihr doch Let's Go, bei Evoli nicht. Ne. Evoli ist wichtiger. Können wir eigentlich drüber reden, dass Magikarp Jump Legit die beste Pokémon-App bisher war? Pokémon Go habe ich eine Weile gespielt, ist aber ziemlich bergab gegangen. Magikarp Jump war das Einzige, was ich auch gespielt habe und das war saulustig. Ja, und... Trading Card! Jede Gen wieder! Jetzt mal im Ernst, mussten sie... Sie müssen wirklich Anime und Trading Card in jeder Gen... Ach, das gibt's ja. Pokémon Smile. Was? Habe ich was verpasst? Game. Oh, Smash! Viral! Pff, diese ganzen Hashtags! Wollt ihr eigentlich auch noch was ankündigen heute? Oh mein Gott, sie haben Pokepark gezeigt! Kommt, wir brauchen Pokepark 3! Pokepark 3 würde mich halt echt freuen. Das ist ein Game, das... Also Pokepark ist so seltsam, dass es schon wieder lustig ist. Komm... I'm Ishihara from the Pokemon Company. Keine Untertitel, aber... February 27th is the date Pokemon Red and Pokemon Green were released in... Ich übersetze mal kurz. Es ist Jubiläum. An astounding 25 years have passed. 25 Jahre. We've shared so much with you over the past 25 years through our games, but also through so many other mediums, thanks to the support you've all shown us. Ich hab grad irgendwie Krampf. Thank you, each and every one of you. Danke an alle Spieler. Today, Mr. Utsunomiya will introduce our latest updates. Und jetzt gibt's neues Zeug. Hello there. My name is Utsunomiya from the Pokemon Company. First, I'd like to give you the latest update on the new Pokemon Snap game. We've put together a video that will show you some of the gameplay. Please have a look. New Snap Content. Ich versuche mal zumindest wieder so zu gehen. New Snap bin ich hyped drauf, sage ich wie es ist. Welcome to the world of new Pokemon Snap. This is the Lentil region. You'll ride the Neo One through the jungle. Es ist 480p Grad und sieht trotzdem geil aus. Es sieht so gut aus, ich will das spielen. Professor Muir, who's doing research in the Lentil region, and research team members Rita and Phil are there to support you. So irgendwie kommt mir der Typ bekannt vor. Now then, let's get that research started. By watching wild Pokemon, you can discover behaviors and expressions that are rarely seen. Oh, es sieht so geil aus. Ich spiele das auf jeden Fall, dazu kommt ein Let's Play, das könnt ihr mir glauben. Oh! Aquana! Oh,
Oh, ja, das gönnt sich auch kurz ein Apfel. Oh, auch noch bei Nacht. Alter, wenn man jedes Stage bei Tag und bei Nacht spielen könnte, ich wäre raus, das wäre zu geil. Okay, die Lache war komisch. Und was bringt das? Bessere Fotos. Dieser Floor gönnt sich. Catch a variety of different behaviors on camera to fill up your Pokemon photo decks. And there's more. You'll be able to edit the photos you've taken. Use features like stickers and frames to make your favorite photos even more special. And I'm sure you'll want to show off your best photos, right? We know that feeling well. When you want to do that, it's time to go online. You can share your favorite photos and check out photos from around the world. das gefällt mir. Digga, ich glaube, das sieht völlig aus, als wäre ich schockiert und irgendwie bin ich das auch, aber im positiven Sinne. Oh, es sieht so geil aus. Ich will. Oh mein Gott, ich freue mich so darauf. Oh, ich habe schon Leute gehört, die predicted haben. Im ersten Teil war Mew so das wichtigste Pokémon, dann wird's jetzt Celebi. Oh, ich bin hyped! Ich bin hyped! Das sieht so geil aus! Was habt ihr davon gedacht? Also wieder die Übersetzung. Ihr wisst's bei mir. Ein paar Events. Special Max Raid Battles featuring Gigantamax Pikachu are underway. Fette Pikachu Raids in Schwert und Schild. And in Pokemon Cafe Mix, we're holding a promotion in which you can receive 2500 golden acorns. So Items für Cafe Mix. In Pokemon Go, Articuno, Zapdos, Moltres and even Mewtwo are appearing in legendary raid sieht man. As part of a Kanto themed celebration event. In Pokemon Masters EX, Galar Region Champion Leon and his partner Pokemon Charizard will arrive at Leon kommt zu Pokemon Masters oder die Leon. Next, I'd like to present the latest news about the Pokemon video game series. Have a look at this video. Videogame Zeugs. Was kommt? Kommen schon Gen 4 Remakes? Ja, es ist Gen 4. Es sind die Gen 4 Remakes. Sind jetzt alle zufrieden? Es sind die Gen 4 Remakes. Es sind die Gen 4 Remakes. Und wenn die jetzt schon kommen, wird auch kein PMD mehr kommen. Das wäre dann vorher gewesen. Schade aber. Oh mein Gott! Der Artstyle gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, der Artstyle gefällt mir gar nicht. Es ist so ein Link's Awakening Remake Artstyle, den viele mochten, aber mein Fall ist es nicht gerade in Pokémon. Oh, warte. Haben sie etwa tatsächlich die Animationen überarbeitet? Brilliant Diamond. Und Schall... Oh mein... Nein, das heißt, die Leaks sind wahr. Das heißt, die Leaks sind wahr. Weil den Leaks nach... Wer kommt noch eine noch größere Ankündigung? Aber in den Leaks wurde von Brilliant Diamond und Shining Pearl geredet. Ja, das ist es.
Das wird's sein. Oh Gott, jetzt bin ich tatsächlich hyped. Oh mein Gott, wenn die Leaks stimmen. This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. Oh mein Gott. Ist es wirklich nein? The village bustled with the comings and goings of people. Nein. While in the mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased. Seemops! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht wirklich was. Nein. Es ist einfach Pokémon à la Breath of the Wild. Oh mein Gott. Es ist wahr. Es ist Open World Pokémon. Es ist Open World Pokémon. Shinnox! Und es sieht gut aus! Es hat kein klassisches Kampfsystem anscheinend. Oder irgendwie schon. Das sieht so interessant aus. Ich lasse auf 480 mal. Das sieht so gut aus. Und so spaßig. Es ist auch Sinnoh Region, also die ersten vier Gens an Pokémon nur, aber... Oh mein Gott. Moment. Bautz? Ich habe gerade erste vier Regions gesagt und dann kommt Bautz. Das ist doch nicht die Starterwahl, oder? Das wäre irgendwie sau weird, aber sau lustig. Oh mein Gott. Sie machen's. Giratina. Ach. Nein, Arceus in der... Oh mein Gott. Bekommt Arceus endlich eine Rolle im Franchise, die Sinn ergibt? Oh mein Gott. Nein! Mein Stuhl ist umgefallen, aber mir ist es egal. Sekunde. Oh mein Gott! Ich bin grad... Ich habe keine Worte. Open World Pokémon Games! Arceus als Hauptrolle. Und vor allem, wenn man sich das anguckt, wie die das sagen. Das wird nicht einzigartig bleiben. Ich bleib stehen. Ich kann nicht sitzen. Ich mach's wie beim Mystery Dungeon Reveal. Shining Pearl games. These are faithful remakes of the Pokemon Diamond version and Pokemon Pearl version games, which were released for the Nintendo DS system in Japan 15 years ago. Diamond und Pearl fand ich nicht so super, aber Digga, Pokemon Legends. Der Name könnte Programm werden und das könnte Legendary werden. Oh mein Gott, ich fass es gerade nicht. Ich bin mit null Erwartungen reingegangen und... Das habe ich schon gehört. Game Freak, das war auch in den Leaks. Die sind nicht von Game Freak gemacht, weil Game Freak an Pokémon Legends arbeitet. Gen 4 Remake sieht ganz schön aus, aber... Der grundsätzliche, also von grafischen her sieht's ganz schön aus, der grundsätzliche Artstyle ist aber nicht so mein Fall. Muss ich gucken, ob ich's spielen werde. Pokémon Legends. Gib her! Sofort gib das her! Shinnox! Der Artstyle ist mehr Let's Go wieder. Und das finde ich gut. Let's Go sah besser aus als Schwert und Schild. Das ist... Wir hatten letztes Jahr Mystery Dungeon Remakes. Trotzdem würde ich sagen, das ist die beste Pokémon Direct, die ich bisher gesehen habe. Es tut mir leid, Game Freak. Es tut mir leid, Pokémon Company. Und Anfang nächsten Jahres kommt's.
Ja, wieder im November oder so. Oh, Legends. Allow me to introduce you to the Pokémon Legends Arceus game. Pokémon Legends Arceus represents a new approach for the Pokémon video game series. Development is in full swing at Game Freak with the aim to deliver a gaming experience that breaks new ground for the Pokémon series. Oh mein Gott! Das wird gerade so gestellt. Es wird gerade so gestellt, aber es ist eine genuine Reaktion. Ich kann's nicht fassen. Ich kann's nicht glauben. The events of this game unfold in the Sinnoh of old. In this time too, Mount Coronet towers over the center of the region. Ich kann's nicht glauben. Pokémon live freely in the wild. But the harsh environments may be different from the Sinnoh region you remember. In this era, people have journeyed to Sinnoh from all over and founded a prosperous village in the hope of learning more about this land. As for these three Pokémon, Rowlet, Cyndaquil, and Oshawott, it seems they were brought to Sinnoh by a certain professor who encountered them while traveling around various regions. Interessant. You set off on your adventure after receiving a first partner Pokémon of your own from this professor. Das heißt, das sind die Starter? Das ist geil. With the village as your base, you'll venture out to the different corners of the region on your quest to create Sinnoh's very first Pokédex. Even in this era, Pokémon can be caught with Pokéballs. You can also engage in Pokémon battles alongside your Pokémon allies. Open your skills for both catching and battling Pokémon and strive to complete your Pokédex. Oh, diese Kameraansicht beim Kampf! Das war's! Ohne Abschied, aber... Oh mein Gott! Was? Ich komm nicht klar. Ich verneige mich. Pokémon Gen 4 Remakes. Schön und gut. Haben mich von vornherein nicht gejuckt. Kommen, das ist schön für alle. Pokémon Legends. Alter! Das sah so unfassbar geil aus! Wenn ihr genauso gehypt seid wie ich. Erst auf New Snap. Dann auf Pokémon Legends! Pokémon Diamond und Pearl werde ich wahrscheinlich nicht let's playen, deswegen. Aber wenn ihr hyped seid, Like und oder Abo dalassen. Oh mein Gott, Riesenrespekt. Es tut mir leid, dass ich mich in euch getäuscht habe, Pokémon Company.